Wandern in Japan. Im heutigen Video möchte ich euch gerne alles über das Wandern in Japan erzählen. Ich weiß, wir Deutschen, viele Deutsche lieben es, wandern zu gehen. Und die Natur der japanischen Alpen oder Japans im Allgemeinen ist was ganz anderes, als in Deutschland irgendwo oder in Europa irgendwo wandern zu gehen. Und deswegen kann ich es auf jeden Fall verstehen, dass einige von euch mindestens eine Wanderung in eure Japanreise einbauen möchten. In diesem Video werde ich euch meine Top-Empfehlungen erzählen, außerdem einige Wanderrouten, die sonst noch sehr beliebt sind und dann noch ein paar allgemeine Tipps zum Wandern in Japan. Als allererstes muss ich zugeben, ich wandere nicht so wahnsinnig gerne, deswegen habe ich gar nicht so viele persönliche Empfehlungen, was das Wandern in Japan angeht. Ich habe 4 zusammengestellt, Wege, wo ich selber schon gewandert bin, die ich jetzt mit euch gerne teilen würde. Als erstes die Kumano Kodo. Das ist eine Pilgerstraße in der Wakayama-Präfektur und Teilen der Mie-Präfektur, also gar nicht so weit weg von Nagoya oder auch von Osaka zum Beispiel. Und das ist sogar eine UNESCO-Weltkulturerbe-Region. Die Wege führen durch ultra mega schöne Wälder. Also entlang dieser Pilgerroute gibt es viele Schreine und Tempel, aber auch einfach die Natur dort ist unglaublich schön. Ich muss jetzt zugeben, so wirklich bin ich sie noch nicht gewandert. Immer nur so ein bisschen spazieren gehen, halbe Stunde hier, halbe Stunde da. Aber ja, wer mehrere Tage wandern gehen möchte, der kann das in der Kumano Kodo machen. Das nächste ist die Wanderung, die ich quasi ständig mache. Ständig ist vielleicht das falsche Wort, aber mindestens mal einmal im Monat ungefähr. Und das ist die Nakasendo. In meinem Fall die Wanderung von Magome nach Tsumago. Das ist nämlich eine von den Touren, die ich auf Nagoya is Not Boring anbiete, die ihr mit mir buchen könnt. Aber im Allgemeinen ist es so, dass die Nakasendo auch in anderen Bereichen bewandert werden kann. Es gibt Leute, die wandern wirklich mehrere Tage entlang der Nakasendo. Und wenn man wirklich ganz, ganz crazy ist, kann man den ganzen Weg von Tokio bis Kyoto laufen. Kann ich jetzt nicht empfehlen und nicht alles dieser Strecke ist wirklich schön und malerisch. Im Allgemeinen, die Nakasendo ist die alte Handelsstraße, die während der Edo-Periode verwendet wurde, um Kyoto und Tokio zu verbinden. Und entlang dieser Straße sind 69 Poststädte, die mehr oder weniger gut auch heute noch erhalten sind. Eine der schönsten, wie gesagt, sind Magome und Tsumago, deswegen ist das wirklich die Wanderung, die ich anbiete und empfehle. Es sind 8 Kilometer, ein Drittel bergauf, zwei Drittel bergab. Ganz einfach für jeden, auch wie gesagt für jemanden wie mich, der nicht so wahnsinnig gerne wandert. Das perfekte Reiseziel. Dank eurer Spenden war ich im August auf Yakushima und das ist definitiv eine Top-Empfehlung für alle, die wandern gehen möchten. Yakushima ist ein unglaubliches, wunderschönes Paradies. Die Wälder dort sind so grün, alle moosbewachsen, es ist irgendwie alles feucht und diese Zedernwälder dort, es ist so mega märchenhaft. Wunderschön dort, dass ich das wirklich euch nur allen empfehlen kann, wenn ihr die Zeit habt, so ungefähr 3 Tage auf Yakushima zu verbringen und dort in den Wäldern wandern zu gehen. Die Wanderungen, die ich dort gemacht habe, waren alle so durchschnittlich 2 Stunden lang, also nicht so wirklich lang, aber man kann auch wirklich den ganzen Tag einfach mit Wandern dort verbringen. Es gibt so viel dort zu sehen. Meine letzte Empfehlung ist der Berg Takao. Das ist ein super einfacher Ausflug von Tokio aus. Und das war so eine der ersten Sachen, die ich mit meinen Arbeitskollegen gemacht habe, als ich zum Arbeiten nach Japan gekommen bin. Diesen Berg Takao kann man insbesondere wunderschön im Herbst besteigen, weil sich dort das Herbstlaub ganz, ganz toll verfärbt. Jetzt ist es allerdings so, dass alle Leute aus Tokio im Herbst dahin gehen, um den zu besteigen. Deswegen ist da dann die Hölle los. Deswegen besser zu anderen Jahreszeiten vielleicht da hochlaufen. Es ist eine wirklich einfache Wanderung innerhalb, ich weiß es gar nicht mehr, kann mich nicht erinnern, aber es war ein paar Stunden rauf und man kann auch, wenn man will, sogar mit einer Seilbahn rauf oder wieder runterfahren etc. Es ist wirklich also für jeden was dabei, kürzere und längere Strecken. Bevor ich euch jetzt über weitere Wanderziele erzähle, möchte ich ganz kurz den Partner dieses Videos vorstellen und zwar Rosetta Stone. Es ist nämlich so, wenn ihr in Japan wandert,
Skihiken gehen möchtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich relativ groß, dass ihr weg von den abgetretenen Touristenpfaden unterwegs seid und wirklich mehr da, wo weniger Touristen sind, wo es helfen könnte, wenn man zumindest ein bisschen Japanisch spricht. Und da kommt Rosetta Stone ins Spiel. Das ist nämlich eine App, die dir beim Japanischlernen helfen kann. Mit der Rosetta Stone App könnt ihr kinderleicht und natürlich Japanisch lernen. Für den Urlaub oder im Allgemeinen. Ihr lernt damit Japanisch genau wie ein Kleinkind. Nämlich durch Wiederholen, Selbstsprechen und Zuhören. Watashi wa stadiumu ni ikimasu. Doko ni ikimasu ka? Das könnt ihr sowohl zu Hause machen als auch unterwegs, weil es ja eine praktische App gibt fürs Handy, aber auch für den Desktop. Auch in Zwischenzeiten, also zum Beispiel zwischen Meetings oder in der Mittagspause auf dem Heimweg etc., weil jede einzelne Lektion ist ungefähr 10 Minuten lang. Jederzeit kann man da ein kleines bisschen Japanisch lernen, in den Alltag einbringen. Es gibt Lektionen von Anfänger bis Fortgeschritten. Ich habe wirklich sehr, sehr fortgeschrittene Lektionen damit gemacht. Aber man kann damit wirklich ganz, ganz toll Japanisch für den Urlaub lernen. Mein Rabattlink, den ich in der Beschreibung habe, der ermöglicht den Zugang lebenslang für alle 25 Sprachen, die Rosetta Stone anbietet. Und zwar mit 60% Rabatt. Das heißt, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für euch, Rosetta Stone zu holen. Damit könntet ihr dann nämlich ab jetzt unbegrenzt Japanisch und alle möglichen anderen Sprachen lernen. Der Link ist wie gesagt in der Beschreibung dieses Videos. Jetzt ein paar mehr beliebte Wanderziele in Japan, die ich selber noch nicht besucht habe. Deswegen kann ich euch jetzt nicht von meiner persönlichen Erfahrung erzählen, aber das sind so ein paar Top-Ziele in Japan. Das erste sind die japanischen Alpen, insbesondere Zentraljapans. Und da gibt es Ziele, sowas wie Kamikochi zum Beispiel, das wirklich unglaublich tolle, wunderschöne Natur hat. Es ist ein Naturschutzgebiet und dort gibt es mehrere Wanderwege, die wirklich ganz, ganz toll sein sollen. Ich habe mir seit mehreren Jahren vorgenommen, endlich mal Kamikochi zu besuchen und habe es immer noch nicht geschafft. Irgendwann werde ich es noch tun und wenn ich das mache, dann gibt es natürlich auch ein Video davon. Das nächste ist der Berg, den man einmal in seinem Leben besteigen sollte und das ist der Mount Fuji, Japans höchster Berg, 3300 Meter ungefähr. Die Saison geht nur 2 Monate und zwar im Sommer vom Juli bis September und die meisten Leute gehen dort hoch, um den Sonnenaufgang anzuschauen. Die Natur an sich des Mount Fuji ist nicht wirklich schön, weil es ein Vulkanberg ist. Da gibt es kaum Flora und Fauna und sonst was. Aber für den Sonnenaufgang alleine lohnt es sich, da hochzulaufen. Angeblich, wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht. Auch Hokkaido hat natürlich wunderschöne Wanderziele. Eines davon ist der Daisetsuzan Nationalpark. Und der hat auch wirklich die wunderschönste Natur. Wahrscheinlich ist das auch einer der Orte, die man besser im Sommer besucht, weil Hokkaido ist im Sommer angenehm kühl, nicht so wie der Rest Japans. Die Natur von Hokkaido ist wahrscheinlich nochmal was ganz was anderes im Vergleich zum Rest Japans und natürlich im Vergleich zu Europa. Und meine letzte Empfehlung ist der Shikoku-Pilgerweg. Der führt entlang 88 Tempel und das ist ein Weg, den buddhistische Pilger früher gelaufen sind. Und wenn man das jetzt machen möchte, kann man das tun. Man braucht halt ein bisschen Zeit. Aber natürlich ist es total okay, nur einen klitzekleinen Teil dieses Pilgerwegs zu laufen, von einem Tempel zum nächsten zum Beispiel, und einfach da diese religiöse, spirituelle Atmosphäre aufzusaugen. Jetzt ein paar allgemeine Informationen über das Wandern in Japan. Im Allgemeinen ist Wandern in Japan nicht so viel anders wie in Europa. Ihr braucht also gutes Schuhwerk, am besten Wanderschuhe. Falls es regnet, irgendwelche Regenausrüstung mitbringen ist eine gute Idee. Insbesondere wenn ihr in den heißen Monaten wandern geht, schaut, dass ihr was zum Umziehen dabei habt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch komplett durchschwitzt, ist gar nicht mal so schlecht, weil die Luftfeuchtigkeit, wie gesagt, hier sehr, sehr hoch ist. Und dann ein Rucksack mit Wasser, mit First Aid Kit, Snacks, Sonnenschutz, solche Dinge. Ganz typisch wie in anderen Ländern auch. Eine Sache sollte euch klar sein und zwar, es gibt in Japan Bären. Viele Japaner haben ein kleines Glöckchen, mit dem sie wandern gehen, damit sie Bären damit ab
wehren können, damit die Bären gar nicht erst kommen. Wenn ihr in Gruppen unterwegs seid, könnt ihr euch das eigentlich sparen, aber wenn ihr alleine wandern geht, dann ist vielleicht so ein Glöckchen gar keine so schlechte Idee, damit ihr sicher seid. Das gleiche auch tagsüber wandern ist sicherer als in die Abenddämmerung hineinwandern, aber ich glaube, auch das ist den meisten Leuten, die oft wandern gehen, ganz klar. Wann ist die beste Zeit zum Wandergehen in Japan? Ich habe es ja schon gesagt, Sommer ist sehr, sehr heiß, deswegen ja, nicht unbedingt so gut. Deswegen das Frühjahr ist gut, so April, Mai, Anfang Juni noch. Danach kommt die Regenzeit und der Sommer, das ist zu heiß. Und der Herbst ist auch perfekt, da Oktober, November, Dezember, das sind so die Monate, in denen man wandern gehen sollte. Ich war Anfang September, es war so heiß, viel zu heiß, wir waren komplett durchgeschwitzt, also der September ist noch definitiv zu früh, um wandern zu gehen. Januar und Februar kann kalt sein, kann Schnee liegen, deswegen nicht unbedingt die beste Zeit für eine Wanderung. Ja, und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Wandern in Japan, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Und wie gesagt, wenn ihr Japanisch lernen möchtet, dann schaut euch Rosetta Stone an. Der Link ist in der Beschreibung dieses Videos. Und damit hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!